Die Google-Suche wird schlechter. Jeder von uns merkt das. Wenn ich ein spezifisches Problem habe, wie zum Beispiel, dass mein Bild jedes Mal stehen bleibt, wenn ich meine Maus in Fall Guys bewege, dann google ich normalerweise danach. Allerdings wird mir, von Werbung mal völlig abgesehen, kompletter Mist meistens angezeigt. Server, die offline sind, ein EA-Forum für generelle Maus-Lags, obwohl Fall Guys nicht mal annähernd von EA ist, haufenweise YouTube-Videos oder Threads, die unabhängig vom Spiel sind oder zum Beispiel auch ein Beitrag, der sich generell um das Troubleshooting bei Fall Guys dreht. Dann gibt es da noch einen Bereich mit Nutzerfragten auch, und am Ende des Tages habe ich leider noch immer keine Antwort. Die meisten Antworten sind wirklich generische Posts, die insgesamt einfach Troubleshooting machen, so wie man immer Troubleshooting macht. Man installiert neu, man probiert die Treiber neu zu installieren, nichts Besonderes. Aber das ist nicht nur bei dieser Fragestellung der Fall. Schaut man ein bisschen genauer nach, wird sehr schnell klar, die Google-Suche ist kaputt. Und auch die YouTube-Suche folgt diesem ganzen Beispiel. Meine Freundin beschreibt das ganz gerne als: Google denkt, es ist schlau, aber es ist einfach nur schlecht. Und an der Fähigkeit zu googeln hängt das nicht, denn früher war das besser. Googles Lösung: Sie wollen noch intelligenter werden, aber das sehen wir uns gleich an. Google als Suchmaschine hat einen unfassbaren Marktanteil. Über 90% aller Suchanfragen an klassische Suchmaschinen fließen an Google. 2022 hat Google hier über 162 Milliarden an Umsatz mitgemacht und sich von diesen 149 Milliarden aus dem Jahr 2021 sogar nochmal gesteigert. Aber der Schein trügt, denn es gibt 6 Faktoren, die die Google-Suche allmählich obsolet machen. Und die kennt Google und versucht sich selbst noch schneller selbst obsolet zu machen. Vor 20 Jahren, als die Google-Suche gebaut wurde, war das Internet nämlich noch ein ziemlich anderer Ort. Wer den noch kennt, der möge übrigens die Hand heben. Du bist offiziell alt, aber du hast auch die coole Zeit des Internets mitbekommen. Es gab wahnsinnig viele unabhängige Blogs und Foren, wo man sich mit anderen unterhalten konnte. Wie kurz gesagt so schön sagte, ein Ort, wo man in zahlreiche kleine, aber sehr aufgeschlossene Dörfer treten konnte und sich mit den Bewohnern unterhalten konnte. Und genau für diese Zeit war Google gebaut. Google besucht jede einzelne dieser Websites, liest kleine Stichwörter und baut sich eine Engine zusammen, die dann eben euch hilft, durch diese Vielzahl an Daten zu navigieren. Google hat damit das Problem gelöst, Websites und Foren zu finden. Aber über die Zeit hat sich was an den Spielregeln geändert. Das Internet wurde plötzlich lukrativ. Relativ zügig kamen MySpace, Facebook, Twitter und Reddit dazu und die sorgten plötzlich für was sehr Interessantes. Die Unterhaltung auf Facebook, die Threads auf Reddit, sie wurden nicht mehr in den Suchmaschinen angezeigt. Eine Suche konnte man dann auf der Website selbst finden, aber eine externe Suchmaschine hatte meist nur begrenzten Zugriff. Und die Idee, dass man ein Zuhause auf mehreren Blogs gefunden hatte, die man regelmäßig besuchte, verschwand allmählich und man hatte ein paar wenige Plattformen, die ein Zuhause für mehrere Themen waren. Ihr kennt vermutlich den Satz, es gibt für alles ein Subreddit. Diskussionen, Ideen und sogar eigene Posts fanden plötzlich in Social Media statt, anstatt auf diesen unabhängigen, vielzähligen Blogs. Es wurde immer unnötiger fast schon, die Suchmaschine zu betätigen, wenn man einfach nur auf die Seite gegangen ist. Wenn ihr vor kurzem übrigens mal von einem Suchergebnis auf zum Beispiel Instagram, Twitter oder Reddit geleitet wurdet, wisst ihr, was ich meine. Das eigentliche Ergebnis wird oftmals gar nicht angezeigt. Stattdessen soll man sich bitte registrieren oder einloggen oder die App runterladen. Die tausenden kleinen unabhängigen Dörfchen sind zur Stadt geworden. Klar, in jeder Stadt gibt es Bezirke, aber alles gehört trotzdem zu den großen Playern. Google weiß das und hat natürlich deswegen selbst mehrfach versucht, zu diesen großen Playern zu gehören. Erinnert sich noch jemand an Google Plus? Naja, aber natürlich haben sie auch selbst ein riesiges Social Medium. YouTube, da wo ihr gerade drauf seid. Und YouTube war zeitweise genau das. Die weltweit zweitgrößte Suchmaschine. So sagt uns das zumindest die Oklahoma State Library. Aber ehrlich gesagt ist die Suche auf YouTube mittlerweile absolut unbrauchbar, weil sie mir nach nur 3 Posts schon das vorschlägt, was ich ohnehin auf der Startseite sehen würde. Eine detaillierte, nischige Suche ist das nicht mehr. Hat YouTube etwa zu wenig Content?
Ich denke, YouTube hat nicht zu wenig, sondern geht sehr falsch damit um. Das große Problem heutzutage ist ja nicht mehr Inhalte zu haben, sondern sie zu finden und ganz besonders zu wissen, was man wie konsumieren muss. Falls ihr überlegt, Informatik übrigens zu studieren, kann ich euch da unseren Partner die FHDW empfehlen. Sie leiten euch genau durch diesen Dschungel durch und nehmen euch mit praktischen Projekten und Betreuung an die Hand. Und falls ihr euch wundert, dass das gerade eine seltsame Zeit für den Beginn eines Studiums ist, bei der FHDW studiert ihr oft berufsbegleitend oder dual. Das heißt, ihr arbeitet nebenbei noch in einem Unternehmen und verdient schon einiges an Geld. Und so etwas muss natürlich ein bisschen länger geplant werden, weswegen Alexander und Maria mich gebeten haben, euch zu informieren. Nehmt euch die Zeit, informiert euch selbst, ruft dort an und dann kommt zu einem der zig Events, die sie anbieten, um die Hochschule, die Dozenten und den Campus kennenzulernen. Das lohnt sich einfach, wenn man so früh damit anfängt. Falls ihr die Zeit dazu habt, macht das. Der erste Schritt für euch ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Während sich aber diese anderen großen Player immer mehr vor den Suchmaschinen verschanzen und Diskussionen gatekeepen, gibt es eine ganz andere Riege, die genau das Gegenteil tut. Wäre es nicht wahnsinnig toll, wenn deine eigene Website ganz, ganz vorne in den Suchergebnissen auftaucht? Klar, man kann dafür auch bezahlen, um der erste Treffer zu sein, aber Leute mit Adblocker finden dich da nicht und es ist noch dazu sehr teuer. Wenn man einfach so der natürliche erste Treffer sein kann, dann wäre das doch perfekt. Und so begann der Kampf um Search Engine Optimization oder kurz SEO oder SEO. Man schreibt Keywords in die Seite rein, um einfach nur besser gefunden zu werden. Buzzword Bingo sozusagen. In diesem Artikel geht es um KI, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, ChatGPT, Sam Altman, OpenAI. Google hat das irgendwann verstanden und ihre Metrik natürlich angepasst. Anstatt nun die Keywords zu suchen auf der Seite, geht Google durch den gesamten Inhalt der Webseite durch und misst, wie lange ein User wirklich auf der Webseite verbringt. Vor allem aber auch, ob er nochmal zurück zu Google kommt und denselben Inhalt nochmal sucht, denn dann war er nicht zufrieden. Mit einigen Updates haben sie sogar versucht herauszufinden, ob eine Website übermäßige Suchmaschinenoptimierung betreibt. Und genau das haben sie dann bestraft, indem sie die Website schlechter gerankt haben. Aber natürlich kann man auch hier tricksen. Schreibt beispielsweise einfach einen Artikel, der möglichst viele Fragen auf einmal möglichst generisch beantwortet und für den man einfach eine Weile braucht, um ihn durchzuarbeiten. Einfach irgendeinen Guide schreiben, der ganz grob mit deinem Thema zu tun hat und der möglichst wenig Aufwand ist. Einfach zu jedem Thema, das zu dir passt, was schreiben und gut ist. Am besten sogar noch mit KI und am besten mit einem absolut optimierten Titel, der möglichst offen für alles ist. News-Webseiten zum Beispiel haben angefangen, an jeden Artikel eine Einleitung zu hängen, die eigentlich niemand lesen will und die einen einzigen wichtigen Satz versteckt, sodass der User einfach mehr Zeit auf der Webseite verbringt, weil er mehr suchen muss. Damit wird der Artikel besser bei Google gerankt. Und das machen wir nun am besten alles am Fließband. Wenn ihr also mittlerweile etwas sucht, findet ihr einfach 100-mal denselben Blogpost oder Artikel und nicht selten verbirgt sich darin dann sogar noch ein YouTube-Video, denn das gefällt Google, weil YouTube gehört ja auch zu Google. Wie praktisch. Also einfach ein YouTube-Video finden, das zu eurem Content passt, das einbinden und den Text ein bisschen umformulieren. Und schon hat man seinen Artikel. Man könnte an der Stelle sagen, Google hat das Internet selbst maßgeblich beeinflusst, welchen Content es überhaupt gibt und welche Inhalte geschrieben werden. Denn SEO ist aktuell, trotz all der anderen Trends, eine Industrie, deren Wert auf etwa 68,1 Milliarden Dollar geschätzt wird. Und bis 2030 soll sich das grob sogar noch verdoppeln. Und ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wie viel Mensch man sparen kann, wenn man einfach mit ChatGPT und DALL-E sowas machen lässt, oder? Das verwässert natürlich die Suchergebnisse noch sehr viel mehr und kaum mehr wirklich wertvoller neuer Inhalt wird überhaupt geschaffen, wie zum Beispiel dieses Video, an dem ich mehrere Tage saß. Oh, und übrigens, KI ist nicht mal die einzige Möglichkeit hier zu sparen. Habt ihr je nach Freelancern für solche Artikel gesucht? Gastartikel, Backlinks, es gibt ganze Plattformen, die einfach nur dazu da sind, andere zu erwähnen, um ihnen Glaubwürdigkeit zu geben. Denn das spielt auch in den Google-Algorithmus rein, wie oft eine Website eine andere Website erwähnt hat. Google wurde hier also gezwungen, intelligenter zu werden, aber ist dabei leider trotzdem ziemlich oberflächlich geblieben. All das treibt die wichtigsten Nutzer, nämlich die Trendsetter, die vielleicht sogar selbst Reichweite haben und andere beeinflussen können, zu anderen Plattformen. Natürlich gibt es andere Suchmaschinen, die haben wir uns in einem Suchmaschinenvergleich angesehen.
Google ist zwar der de facto Standard, weil sie so viele Nutzer haben und die einfach bleiben, aber in vielen Bereichen haben sie wenig zu melden. Multisearches zum Beispiel, die die Ergebnisse von Bing, DuckDuckGo und vielen anderen und Google zusammenlegen, um dann die besten Ergebnisse zu bauen. Oder kinderfreundliche Suchmaschinen zum Beispiel oder umweltfreundliche Suchmaschinen und natürlich ganz vorne dabei privatsphärefreundliche Alternativen zu Google. Denn um personalisierte Ergebnisse zu liefern, sammelt Google wahnsinnig viele Daten. Ob das aber echt besser ist, als einfach nur Ergebnisse für die Suchanfrage zu bekommen, das dürft ihr gerne selbst entscheiden. Aber ich persönlich mag unpersonalisierte Suchergebnisse oftmals sogar mehr. Google hält sich aber aus diesen ganzen fortschrittlichen Themen oftmals eher raus und stützt sich darauf, einfach nur der zu sein, den man eben kennt. Man googelt Dinge, man DuckDuckGoat sie nicht oder man bingt sie nicht, man googelt sie. Und die Nutzer selbst wechseln sogar ganz weg von klassischen Suchmaschinen, beispielsweise zu YouTube oder sogar zu TikTok und Instagram. Kein Witz, für Gen Z ist TikTok eine wichtigere Suchmaschine als Google. Warum? Weil Google Suchergebnisse einfach nur so semi-gut sind. TikTok Ergebnisse sind hochgradig aktuell, sie kennen den Benutzer besser als er sich selbst kennt und sie sind vor allem extrem bildlich und sogar noch interaktiv. An der Stelle ein kurzer Reminder, ich bin kein TikTok-Fan, guckt euch meinen TikTok-Expost an, falls ihr es noch nicht gesehen habt natürlich. Der Kern ist allerdings hier, wenn ich nicht mal mehr selbst lesen muss, weniger Werbung habe und sogar noch direkt eine Kommentarspalte dazu bekomme, dann ist TikTok eigentlich sowas wie eine Art neues Forum. Nur eben mit Video und Unterhaltung. Und mal ganz ehrlich, wenn man die TikTok-Suche mit der YouTube-Suche vergleicht, dann wird der Kontrast nochmal sehr viel deutlicher. Von den neuen Innovatoren, die die Gen Z nun einfach mal sind, geht mehr als die Hälfte nicht mehr her und sucht bei Google Maps nach einem Restaurant, sondern sucht auf TikTok, denn dort gibt es auch gleich die Videos zu den Restaurants. Niemand liest Artikel, was man in Tokio machen könnte, man schaut sich TikTok-Videos an, um sich zu inspirieren. Ich habe das wirklich unterschätzt, aber die Suchergebnisse von TikTok sind halt tatsächlich nicht das, was ich als schlecht bezeichnen würde. Man sucht, man findet und vor allem findet man wirklich Videos, die die Frage beantworten. TikTok ist damit eine Art Suchmaschine, die eben nicht mehr zwischen Video, Bild und so weiter aufteilt, sondern alles vereint. Kann man nun verteufeln, habe ich ja auch, wie gesagt schon, aber das Konzept der Website-Suchmaschine verschwindet damit immer mehr. Google versucht dagegen anzukommen mit YouTube, aber auch mit sowas wie Google Discover. Die YouTube-Suche hatten wir gerade. Google Discover will euch Nachrichten und Relevantes als Push-Benachrichtigung liefern. Und das denkt für meinen Geschmack schon wieder viel zu viel. Ich möchte selbst suchen und nicht Sachen vorgekaut bekommen. Und Google Discover ist leider randvoll mit Biases. Ich bin ein Mann, also wird mir wohl wahrscheinlich Fußball gefallen. Ich habe anfangs regelmäßig Fußball als Push-Benachrichtigung bekommen, obwohl ich nie auch nur einen Artikel davon lese oder gar selbst nach solchen Artikeln suche. Meine Freundin bekommt Promi-Nachrichten, die sie nicht ein einziges Mal persönlich anklickt. Persönliche Ergebnisse heißt hier oft leider nur, anhand der Daten, die wir haben, schlagen wir dir irgendwas vor, sprich häufig, Geschlecht und Alter. Naja, anstatt den Nutzern irgendwie die Kontrolle wieder zurückzugeben. Schade eigentlich. Spannend wird's aber, wenn wir uns die Anzahl an Suchanfragen pro Tag ansehen im Jahr 2021, 2022 und 2023. 2021 waren es ungefähr 5,6 Milliarden pro Tag. 2022 ist es gestiegen auf etwa 8,5 Milliarden Suchanfragen bei Google pro Tag. 2023 hingegen sind es nur etwa 9 Milliarden und das, obwohl die Anzahl an Internetbenutzern weiter gestiegen ist. Statt 3 Milliarden Anfragen pro Tag zu steigen, wie das von 21 auf 22 passiert ist, sind sie fast schon stagniert. Denn viele Nutzer nutzen Google halt einfach, weil es der Standard ist. Der Standard heißt, es ist voreingestellt in Chrome natürlich, auf Android, was beides von Google entwickelt wird, aber auch bei Apple und bei Mozilla. Und Apple hat gar keine eigene Suchmaschine. Das ist ungewöhnlich. Warum? Weil Google jährlich zwischen 18 und 20 Milliarden Dollar bezahlt, damit Apple sie nicht runterwirft. Würde Apple eine eigene Suchmaschine entwickeln und diese auf allen Äpfeln dieser Erde als Standard festlegen, dann könnte Google gut und gerne mal ungefähr ein Viertel seiner Nutzer verlieren. Und Google weiß das. Für diese Marktmacht ist natürlich 20 Milliarden eine Zahl, die man in Kauf nimmt, aber das kann sich jederzeit komplett ändern.
Auf der anderen Seite sind diese Milliarden, nicht Millionen übrigens, etwa 15% des gesamten Einkommens von Apple. Überlegt euch diese Vormachtstellung und aber auch diese Abhängigkeit zwischen diesen beiden gigantischen Firmen. Wegen diesem riesigen Deal gab es nun tatsächlich sogar einen Rechtsstreit und die Chance besteht, dass die Übereinkunft gekündigt werden muss. Das würde für beide Firmen ein ganz schön großes Loch in die Kassen reißen und für Google wäre das ein weiterer Sargnagel in der Suche. Und dann ist da ja noch Artificial Intelligence oder zu Deutsch künstliche Intelligenz, KI. Wer googelt denn heutzutage noch? Heutzutage ChatGPT-t man. KI-t man? Wir brauchen dafür noch ein Verb. Naja, und das wiederum nutzt im Hintergrund die Bing-Suche. Oder man nutzt natürlich Bard, die hauseigene KI von Google. Während Microsofts Suchmaschine Bing mit GPT-4 aufwarten kann, begrenzt sich die Intelligenz von Google derzeit noch darauf, dass es denkt, dass es euch kennt. Bing hingegen, wow, es kann sogar programmieren. Und es ist leider absolut irrelevant. Denn wie die neuen Statistiken zeigen, ist Bing Search überhaupt nicht beliebter geworden seit 2022. Google hingegen versucht krampfhaft aufzuholen. Sie verpatzen Keynotes mit Fake News in ihren KI-Modellen und mussten gerade jetzt erst ihr großes Update für Bard, das sich Gemini nennt, auf nächstes Jahr verschieben. Der Grund dafür sind wohl Leistungsbedenken und ja, die kann ich verstehen. Trotzdem ist Google wohl relativ verzweifelt, denn Google Search mit KI-Funktionen ist in einigen Ländern schon verfügbar. Ihr könnt es euch genauso vorstellen wie Bing. Antworten werden mit KI direkt beim Googlen beantwortet und natürlich kann man auch hier Rückfragen stellen. Aber macht das wirklich alles Sinn? Denn was wir uns klar machen müssen, ist das Internet. Es hat sich halt einfach verändert. Es gibt nicht mehr 1000 verschiedene Blogs. Es sind eher ein paar wenige, aber sehr zentrale Plattformen geworden, die 95% aller User zu 95% der Zeit einfach reichen. Das Internet ist grafischer geworden, mehr Videos, mehr Bilder und durch manipulative Websites und haufenweise Artikel, die einfach hinter einer Paywall versteckt werden, frustriert es immer mehr, die Google-Suche zu benutzen. Aber wenn ich die Google-Suche nutze, dann möchte ich ja explizit keine KI-Systeme haben, die mir meine Inhalte vorenthalten, weil sie eventuell nicht zu mir passen könnten. Sondern ich möchte häufig die Ergebnisse von KI-Modellen prüfen und extern verifizieren können. Für Inspiration, Vergleiche oder grob richtige Ergebnisse, die ja in vielen Fällen schon reichen, reicht einfach auch TikTok oder ChatGPT. Und so sehen wir aktuell, wie ein Gigant versucht, mit riesigen Änderungen im Umfeld ohne große Änderungen im Produkt wirklich mitzuhalten. Aber das klappt nicht so ganz. Weil das Internet, auch wenn es mal grenzenlos gedacht war, seine eigenen Grenzen aufgebaut hat. Das ist schade.